Tangela halt, ne? Tangela ist cool. So, Level wie viel ist es denn? Level 28. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen das Tangela trainieren. Das heißt, wir machen das Tangela mal vor. Marzi, du wirst jetzt trainiert. Marzi, du kannst einfach noch nichts. Du musst stärker werden. So, wir wollen aber als erstes mal in... Nee. Moment, ich bin falsch. Ich bin gerade total falsch. Wir wollen nochmal ins Pokémon-Sender gehen. Denn wir wollen mal ein paar Sachen ablegen. Pelsisch. Zum Beispiel wollen wir die Pokeflöte ablegen. Zum Beispiel möchten wir den Türöffner ablegen. Zum Beispiel möchten wir ein Fahrrad ablegen. Und wir möchten eine VM ablegen. Und wir möchten eine VM ablegen. Und das war's. Schön, jetzt haben wir wirklich ein bisschen Platz in unserem Inventar. Ist vielleicht eine ganz nette Sache, wenn man ein bisschen Platz im Inventar hat. So, als nächstes wollen wir nicht fliegen, sondern nochmal ins Pokémon-Sender, da ich was vergessen habe. So, jetzt sind wir das dritte Mal hier drin. Ich bin so ein Held. So, PC von Polish. So, wir möchten nämlich natürlich die VM1 nochmal kurz holen und möchten die Marzi beibringen. Jo, Marzi lernt Zerschneider. Oh, fuck yeah. So, jetzt legen wir das Ganze wieder ab. So, ablegen. So, nun sind wir aber endlich bereit, um weiterzugehen. Wir wollen nämlich zum Elektrokraftwerk-Dingens-Gedöns. Und das ist ganz... Moment, kann man da nicht hinfliegen an den Mondberg? Moment. I want probier something. Die Möhr? Fliegen? Nö, schade, geht nicht. Ich dachte, man könnte eventuell ans Kraftwerk fliegen, aber es geht anscheinend doch nicht. Egal, ist ja nicht so weit. Ah, endlich mal nicht Pisse, der Zerschneider macht, sondern Marzi schneidet jetzt hier rum. So, was für Level haben die Pokémon hier eigentlich? Weil wir müssen ja ein bisschen trainieren. Level 13, Umklammerung, Klammergriff und Zerschneider. Oh, ganz, ganz tolles Spektrum an Attacken hier. Na gut, die sind ein bisschen zu schwach. Vielleicht sind die im Kraftwerk ein bisschen stärker. Ich glaube aber schon. So, wir wollen nämlich hier lang. Nein, nicht Schaufler. Och Mann. Kann man die nicht tauschen? Ach, nee. So, wir schwimmen mal da runter. Ich dachte, man könnte hier eventuell ans Pokémon-Sender fliegen, aber es geht wohl doch nicht. Naja. So, hier wollen wir hin, weil hier ist das Elektrokraftwerk-Dingens. Und du bist ein Trainer. Hi. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Nein und nein? Lass mich in Ruhe. Bring. Ja, was hast du? Oh. Moment. Das sind alles normale Attacken. Scheiße. Okay, das wird nix. Das wird nix. Eisstrahl. Schlurp. Ich trau's Marzi zu. Komm. Oh ja. Mach Umklammerung. Oh ja, mach Zerschneide. Oh Gott, du bist so schwach. Okay, solange er nichts macht. Oh Gott, nein. Oh Gott. Los. Da, Bidu. Oh Gott. Cool, das ist ja echt klasse. Hyperdrank. Ja doch, ich hoffe, Marzi überlebt den ganzen Spaß hier.
Oh Gott, die Musik hier. Carbon, okay. Kriegt Masi, damit er schneller wird. Voltoball, I don't want. Oh, ich könnte aber kämpfen gegen die. Das bringt ein bisschen Erfahrung. Das machen wir auch. Oh Gott, Level 40. Egal. Oh Gott, doch nicht egal. Oh Gott. So, warum nehme ich eigentlich... Warum habe ich ihn jetzt genommen? Ich habe keine Ahnung. Das wird hart hier drin. Zerschneider. Ja. Masi hat sein erstes Pokémon besiegt. Yay. Yay. Oh Gott. Das wird hart. Das wird echt hart. Bzzzt. Bzzzt. Ruckzuckhieb. Noch ein Bzzzt. Noch ein Bzzzt. Okay. Was zur Hölle? Hat Finale gemacht. Oder Explosion. Ich habe keine Tränke mehr. Weder Tränke noch Pokebälle. Das ist genial ausgerüstet für hier drin. Doch richtig gut. Pika! Pika Prei! Was? Das war Togepi. Togepri! Egal. So. Donnerwelle, ja, ganz toll. Komm, zerschneide es! Oh yeah! So, Hyperheiler. So, wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Ach, egal. Ah, da drin ist noch was. Da drin ist noch was. Hätte ich gerne. Pika Brrrr! Level 29, Absorber! Oh yeah, Masi fickt die Welt, Alter. Ohne Spaß, Mann. So, was haben wir denn hier noch? Ist da auch... Magneton auf Level 35? Da Fug. Alter, Alter. Okay. Davor sollte man vielleicht ein bisschen Respekt haben, wie von Raichu Level 33 auch. Okay. Aha. Sonderbonbon für Masi, aber erst im nächsten Level. Habe ich mir gerade so überlegt. Pack ich die? Komm, gib dir Mühe. Okay, vergessen wir das am besten ganz schnell wieder. Oh Gott. Hypertrank. Ne, wir warten mal noch ein bisschen. Ja, die Gegner packen wir aber zumindest mit Masi. Ach, ich hab keine AP mehr. Na, ganz toll. Naja, machen wir es halt so. Mit Spulen geht das ja. Haha, genial, hä? Wie wir den hier platt machen. Ja, Masi kann schon was. Ist ja nicht so, dass er nichts kann, ne? Er kann schon was. Oh, Masi ist tot. So viel zu dir. Ich habe hier aber noch Beleber dabei. Au, oh, ein Top-Beleber. Cool. Geht für Masi drauf. Psst. Oh Gott, ein Elektroball Level 43. Was zur Hölle. Oh, er explodiert einfach mal. Na gut, alles klar. Ist gut. Mach nur mal weiter damit. Es ist aber auch... Der hat sowas von keine Chance. Es ist unglaublich, wie chancenlos wir sind, ne? So, Level 30. Level 31. So schnell kann's gehen. So, Hypertrank. Okay. Naja, fehlen noch ein paar Level. So, und hier haben's. Hier haben's. Das Pokémon, welches wir hier finden, das ganz wichtige, tolle und geniale Zapdos. Obwohl hier ein Pokémon ist, was ich noch viel geiler finde, und zwar Electek. Das finde ich noch viel cooler wie Zapdos. So, will ich... Moment, habe ich überhaupt noch irgendwelche Bälle? Ich habe noch 5 Pokebälle und einen Meisterball. Den Meisterball nehme ich aber nicht für Zapdos.
Ich kann's mal probieren. Will ich einen Zapdos? Ich will eigentlich gar keinen Zapdos. Weißt du was? Scheiß auf dich, Zapdos. Hier, macht euch ein Bild von Zapdos. Episches Bild. Level 50. Schon allein das Level ist... Ah! Okay, aber ich will's nicht haben, weil ich vertraue auf die Macht meines Teams, wie es jetzt ist. Also scheiß drauf. So, was darf das Blatt machen? Was habe ich denn überhaupt gegen Elektro-Pokémon? Er kann Schaufler, aber das... nee, das machen wir nicht. Ja. Mach du mal. Ach du Scheiße. Ist aber ein Flug-Pokémon, ne? Scheiße. Stärke? Oh Gott. Jetzt werde ich platt gemacht hier. Okay. Yay! Mr. Epic, du hast es getan. Du hast Zapdos destroyed. Scheiß auf Zapdos. So viel zu Zapdos. So, hier geht's raus. Aber ich will noch mal rein, denn es gibt noch ein paar Sachen hier zu entdecken. Absorber, nö, Umklammerung. Ganz toll. So. Oh ja, ganz, ganz großes Kino mit diesen Attacken, die ich hier drauf hab. Das packst du nicht. Ich hab keinen Beleber mehr, ne? Scheiß drauf. Moment, wir haben Schutz. So. Ich möchte bloß noch ein paar Items, die ich vergessen habe, einsammeln. So. Wo sind denn die Items überhaupt? Raichu! Tot. Gut, hier sind noch Items. Nö, das ist kein Item. Oh, das ist eine Sackgasse. Hä? Also doch keine Sackgasse? Moment. Boah, ich soll aufhören zu spulen. Spulen ist nichts gut. Tap, 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 tap. Nö, da ist doch was. Bzzzt. Eieieiei. Gut, das war's aber. Da gibt's hier noch irgendwo was? Wir sind gleich tot, ne? Oh ja. Oh ja. So, was gibt's denn hier drin noch? Gibt's hier noch irgendwas? Aber habe ich keinen Schutz mehr? Schutz schon wieder vorbei oder was? So, hier unten war ich glaube ich auch noch nicht. Nö, hier ist auch noch was. Okay. Bades findet eine TM. Da hinten sind auch noch Sachen. Bzzzt. Ha, er überlebt. Shaden lebt. Oh, fuck yeah. He's still alive. So, da unten gibt's noch was. TM25. Mal gucken, was ist denn das alles? Reflektor? Nö. Donner. Soll ich meinem Raichu Donner beibringen? Ja, für Body Slam. Was ist jetzt los? Moment. Was? Was war das? Egal, für Body Slam, ja. Yay! Donner! Okay, alles klar. So, hier ist noch ein Item. Das greifen wir uns auch noch nicht ab, weil es kein Item ist. So, kaputt. So, das dürft's gewesen sein. Auf alles andere scheiß ich einfach mal gekonnt. So, wir benutzen Shanens Server? Ne, Schaufler. Sind hier, heilen uns. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir fliegen jetzt noch nach Alabastia, weil da geht's dann weiter das nächste Mal. Und ja, im nächsten Part trainieren wir noch ein bisschen unser Marzi. Und dann geht's weiter Richtung Zinnoberinseln.
Und ja, dann würde ich mal sagen, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal und Peace.